Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Also zunächst mal möchte ich auch kurz was zur Frage sagen, ob man überhaupt über diese Aktuelle Stunde debattieren darf hier im Landtag. Und es wird Sie vielleicht überraschen, ich bin also durchaus der Auffassung, dass man das darf. Gerichte und Staatsanwaltschaften, die operieren nun mal nicht in einem luftleeren Raum. Jeder Bürger darf darüber diskutieren. Warum also auch nicht das Parlament? Und im Übrigen, das ist auch schon erwähnt worden, gibt es viele Fälle mit politischem Einschlag, in denen die Rechtsprechung auch während des Prozesses schon, oder die Art und Weise, wie der Prozess geführt worden ist, auch während des Prozesses schon besprochen worden ist. Das Problem der Aktuellen Stunde der SPD ist vielmehr der Inhalt und die Begründung. Sie stören sich am Strafmaß, was Sie erwarten, insbesondere an der Bewährungsstrafe. Sie formulieren das so, also das wäre ein herber Schlag für die Opfer des Ballstedt-Überfalls. Sie sprechen hier im Landtag davon, dass der aktive Opferschutz nicht Nebensache werden darf. Und Sie sprechen auch davon, dass die Opfer den Tätern über den Weg laufen und dass das unerträglich wäre. Und da sage ich Ihnen eins, ja, willkommen in der Realität der deutschen Strafjustiz. Denn das betrifft eben nicht nur politische Verfahren, ja, oder Verfahren mit politischem Einschlag. Das geht täglich vielen, vielen Opfern so, die Opfer einer Straftat geworden sind. Ich kann dabei auch Fälle bringen, die durchaus auch politischen Einschlag haben. Denken wir nur beispielsweise an den Vater von Markus H., der erfahren musste, dass der syrische Asylbewerber, der seinen Sohn totgeschlagen hat, vor ein paar Jahren mit einer Bewährungsstrafe davonkommt und dann auch noch eine Gefährderansprache über sich ergehen lassen muss. Das ist ein Skandal gewesen für sich. Oder schauen wir uns mal einen Thüringer Fall an. Auch ein weiteres Verfahren, da geht es um einen Ex-GDP-Vorsitzenden, Kai Christ, dem sexueller Missbrauch einer Kollegin vorgeworfen wird. Der ist übrigens bestens vernetzt gewesen mit dem rot-rot-grünen Lager, auch in politischer Hinsicht. Und das Verfahren, das wurde verschleppt, richtiggehend verschleppt. Die Medien haben darüber berichtet. Obwohl es monatelang intern bekannt war, konnte der MDR nicht darüber berichten, ob denn mittlerweile wenigstens ein dienstrechtliches Verfahren gegen Herrn Christ eingeleitet worden ist. Das ist eine Form der Verschleppung, insbesondere im Zuständigkeitsbereich eines SPD-geführten Ministeriums, ja, wo ich mir sage, angesichts der Tatsache, dass die SPD die Rechte der Frau, die Freiheitsrechte, die Unversehrtheitsrechte der Frau immer wie eine Monstranz vor sich herträgt, da kann ich einen Skandal erkennen. Ja. Und ich empfinde das durchaus auch als Schlag gegen rechtsstaatliche Prinzipien und auch für die betroffene Frau dürfte es genau das sein, was sie eben beschrieben hat. Unerträglich. Oder denken Sie nur an die linksextreme Terrorserie, die derzeit auch Thüringen erfasst. Brände, bei denen Tote in Kauf genommen werden. Wir hatten jetzt in der letzten Woche einen Fall hier aus Erfurt, wo ein Mensch nachts überfallen oder frühmorgens überfallen worden ist, gefoltert worden ist, wo auch seine Lebensgefährtin angegriffen worden ist. Und dann lese ich beispielsweise in der Zeitung, dass der Innenminister, SPD, schon Anfang Mai eine Sonderkommission eingesetzt hat, obwohl das Ganze schon monatelang läuft. Und jetzt der Vergleich zu Ballstedt. Ballstedt ereignete sich an einem frühen Sonntagmorgen und bereits mittags, 11.53 Uhr, konnte der MDR berichten, dass in dieser Sache eine Sonderkommission ermittelt. Ja, stellen Sie sich mal vor, ja, wie unterschiedlich Fälle gehandhabt werden können, je nach politischem Einschlag in diesem Freistaat. So, und meine Damen und Herren, jetzt könnte man natürlich generell rangehen und sagen, okay, man möchte keine Verständigung in Strafsachen mehr haben, in Strafverfahren mehr haben. Muss man halt mehr Richter einstellen, mehr Staatsanwälte einstellen, wollen Sie aber nicht. Ja? Sie wollen es nur auf diesen einen speziellen Fall beziehen und damit machen Sie eins, Sie vertiefen das, was eh schon ein Missstand in unserer Justiz ist, nämlich das Messen mit zweierlei Maß. Und Sie wollen noch etwas erreichen, nämlich dass es Opfer erster, zweiter und dritter Klasse gibt. Opfer erster Klasse, das sind Linke oder Leute, die speziell von ihrer Ideologie geschützt werden. Opfer zweiter Klasse, das ist die große breite Masse. Und Opfer dritter Klasse, das sind eben Rechtsextremisten beispielsweise oder solche, die Sie als solche bezeichnen. Und das, meine Damen und Herren, hat mit Rechtsstaat nichts zu tun. Das hat Gott sei Dank, das muss ich sagen, mal anerkennen,
auch der Justizminister erkannt und hat diesen Forderungen von den Omas gegen Rechts, solche Strafsachendeals zu vermeiden, in diesem Einverfahren auch eine Absage erklärt. Dafür durchaus meinen Respekt. Leider hat dieses Verständnis in der SPD-Fraktion keinen Widerhall gefunden. Das müsste noch nachgeholt werden, Herr Adams. Vielleicht schaffen Sie das. Dankeschön.